Herzlich willkommen zu den Grundfragen der Informatik. In dieser Einheit werden wir uns mit der Programmierung beschäftigen. Ein kurzer Überblick. Wir werden in dieser Einheit ein erstes C-Programm, C ist eine Programmiersprache, schreiben und die ersten Programmiersprachen sind immer Hello World-Programme, das heißt, wir geben einfach den Text Hello World aus. Dann werden wir auch ein bisschen allgemeiner über Programmierung an sich und die Abstraktion, die ganz wichtige, ein ganz wichtiges Konzept in der Programmierung ist, reden. Dann werden wir uns anschauen, wie das Kompilieren von einem C-Programm mit GNU umgesetzt wird. Also das ist eine Sammlung von Programmen, die eben für das Kompilieren von C-Programmen zur Verfügung stehen. Und dann schauen wir uns an, die Beziehung zwischen C und Assembler Code. Das ist eine andere Programmiersprache, die viel maschinennaher ist, also viel näher am Prozessor ist. Und wir schauen uns eben die Beziehung zwischen C und Assembler an. Ja, und dabei werden wir ganz grundlegende Programmierkonzepte wie etwa Schleifen, Bedingungen, Variablen und Bit-Operationen in C kennenlernen. Auf diesem Comic-Strip sieht man 8 quasi Programmiersprachen, es sind nicht alle Programmiersprachen, mit jeweils einer kurzen Aussage dazu, für was die Programmiersprachen ungefähr stehen. Ja, also in Python, da kann man sehr viele Bibliotheken bereits importieren und wo Funktionen bereits sauber durchdacht und umgesetzt sind. Ja, Java ist eine Programmiersprache, die objektorientiert ist und die ist sehr abstrakt. Damit lassen sich sehr große Projekte umsetzen, weil sie sehr abstrahiert ist, ist es dann sehr leicht, die Komplexität zu verstehen. Aber für simplere Sachen und das Comment, I'm 2 pages in it and I still have no idea what you're saying. Also es ist einfach sehr abstrakt und deswegen vielleicht gar nicht so leicht zum Verstehen, wenn man es nicht kann. C++ ist auch eine objektorientierte Programmiersprache, die dann eine Weiterentwicklung von C war, wo anscheinend sehr viele Kopien vorhanden sind. Unix Shell ist etwas, was man in eine Konsole eingeben kann, zum Beispiel bei einem Linux-Betriebssystem. Da geht es auch sehr viel um Berechtigungen, also wer ist der Admin, wer ist ein User und nur bestimmte User dürfen auf bestimmte Dinge hantieren, ja, weil man ja dann aufs Betriebssystem zugreift und man möchte ja nicht jedem User eines Rechners erlauben, bestimmte Operationen durchzuführen. Assembly, also Assembler Code, ist eben diese maschinennahe Programmiersprache, wo man sehr oft Dinge redefined. Ja, und C ist eine Sprache, die sehr mächtig ist. Da werden zum Beispiel Betriebssysteme werden in C programmiert und this is great, but you forgot to add a null terminator. Now I'm just reading garbage. Also wegen einem kleinen Fehler ist das ganze C-Code zum Wegschmeißen. Just garbage. LaTeX ist ist gar keine Programmiersprache. Das ist eine, wahrscheinlich kann man aber, ja, aber ist auch, ich habe da rechts unten einen Link hinzugefügt. Also mit LaTeX kann man auch Dinge berechnen. Da braucht man dann ein paar Hacks und ein paar Zusätzlichkeiten, aber LaTeX ist einmal eine Auszeichnungssprache für Text und damit kann man sehr schöne Papers schreiben und deswegen sagt er, your paper makes no goddamn sense, but it's the most beautiful thing I have ever laid eyes on. Und LaTeX-Dokumente, Papers zum Beispiel, schauen wirklich schön aus mit LaTeX. Und HTML ist keine Programmiersprache, sondern auch eine Auszeichnungssprache für Webdokumente. Das ist so. Da machen sich Programmierer anscheinend über Menschen lustig, die irgendwie HTML schreiben. So könnte man es zusammenfassen, dieses Comic. Aber was haben wir hier gesehen? Es gibt irrsinnig viele unterschiedliche Programmiersprachen mit unterschiedlichen Gewichtungen. Man kann wahrscheinlich in allen höheren Programmiersprachen eh alles tun, weil sie ja Turing vollständig sind. Aber manche Programmiersprachen sind für bestimmte Aufgaben besser geeignet. XSLT ist einfach dafür gut geeignet, um XML-Dokumente zu transformieren. Python ist so eine klassische Skriptsprache, wo man zum Beispiel viel Data Science und die Dinge machen kann. Wohingegen Java und C, das sind so Programmiersprachen, mit denen schreibt man Software. Also mit Java kann man irgendeinen Webclient schreiben, der von einem Computer mit einem Server interagiert zum Beispiel oder eine App für unser Smartphone.
Und mit C kann ich ein Betriebssystem oder ein Betriebssystem zum Beispiel schreiben, weil ich dann auf Hardware-Treiber zugreifen muss. Und mit C++ lässt sich vielleicht besser eine Game Engine programmieren oder so etwas in die Richtung. Ja, mit dieser Game Engine kann ich dann wieder ein Computerspiel machen. Wir schauen uns mal die Programmiersprache C genauer an. Also C ist eine imperative und prozedurale Programmiersprache. Das heißt, dass wir Befehle formulieren und der Maschine damit sagen, du tust genau das und das. Also in einer Befehlsform sozusagen, im Gegensatz zu einer deklarativen Programmiersprache, wo wir Templates, wo wir Vorlagen definieren und der Computer entscheidet selber, wie er diese Vorlagen abarbeitet, haben wir bei einer imperativen Programmiersprache die Möglichkeit, du machst jetzt genau das an dieser Stelle. Ja? Und jetzt prozedural heißt, dass wir Dinge einfach in Funktionen auslagern und Prozeduren aufrufen, um bestimmte Probleme damit zu kapseln. Maschinennah ist C, also viele Operationen werden unmittelbar in Maschinenbefehle überführt. Wie schon erwähnt, Hardware-Treiber werden damit programmiert, Betriebssysteme werden in C programmiert und man kann eben das ganze Potenzial des Rechners nutzen. Man kann da sehr performanten Code schreiben. Das ist auch ein Grund, warum man C für diesen Bereich verwendet. Der Nachteil, es fehlt sozusagen nicht an der Überwachung der Menschen oder so, Überwachungsstaat, sondern ich muss alles selber tun. Es gibt keine Werkzeuge, die mir dabei helfen, den Programmcode zu schreiben. Ich bin selber dafür verantwortlich, wie viel Speicher ich allokiere, also Ort, um Speicherplatz in unserem Rechner zu reservieren für unser Programm. Für das bin ich selber zuständig und ich muss diesen Speicher auch selbstständig wieder freigeben. Bei Python macht es zum Beispiel ein Programm, das zusätzlich mitkommt. Das ist so ein großer Unterschied. Ja? Und deswegen verzeiht es nicht so leicht Fehler. Man muss aber auch selber machen. Dafür kann man auch hinter die Kulissen schauen. Wir werden einfach ganz, ganz einfache C-Programme kennenlernen. Wahrscheinlich wird es gar nie mehr wieder mit C programmieren, könnte ich mir gut vorstellen. Aber es ist einfach ein weiterer Input, der vielleicht ganz wichtig ist, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen. Hier sehen wir unser erstes C-Programm. Links ist unser Code und rechts habe ich einfach alle diese Strukturen, die wir hier sehen, einmal genauer beschrieben. Fangen wir einfach ganz oben an. Hier sehen wir einfach einen Kommentar mit diesem Symbol hier und hier. Hier zusammengefasst, das ist einfach ein Kommentar, das der Programmierer sich hinschreibt, damit er eine bestimmte Stelle des Codes kommentieren kann. Ja? Oder einen Code mal wegnimmt, um etwas auszuprobieren, wo ein Fehler ist. Das nennt sich dann Debuggen zum Beispiel. Dieses Kommentar wird in einem Pre-Processing, nennt sich das, also in einer Vorverarbeitung einfach weggeschmissen und wird gar nicht irgendwie weiterverarbeitet, um daraus einen Maschinencode. Das gleiche passiert für dieses Hash-Symbol, wo ein Include steht. Das ist nur eine Anweisung, um eine andere Bibliothek hereinzuladen. Und zwar die STDIO, also die Standard Input-Output-Bibliothek. Das ist also eine Bibliothek in C. Ein anderes C-Programm, das wir uns an dieser Stelle hereinladen, und zwar in dieser Pre-Processing-Phase. Und da wird einfach der Code eingefügt quasi und dieses Include dann herausgenommen. Und in dieser Bibliothek sind einfach Funktionen, Programmcode niedergeschrieben, der uns es erlaubt, den In- und Output beispielsweise von einem Keyboard oder von einem Bildschirm anzusteuern. Und das müssen wir deswegen inkludieren, weil wir dieses Printf verwenden. Printf, das ist nämlich eine Funktion, die in dieser Bibliothek definiert ist. Kommen wir gleich dazu. Gehen wir mal eine Folie weiter. Dann kommen wir zu diesem Integer Main, Klammer auf, Klammer zu. Hier beginnt unser eigentliches Programm. Die Main, jedes C-Programm muss ein Integer Main haben. Das ist sozusagen die Hauptfunktion, wo unser Programm beginnt. Das Integer ist der Datentyp des Rückgabewerts einer Funktion. Also das, was wir hier bei diesem Return. Der Return ist immer der Rückgabewert der Funktion. Und in dem Fall gibt uns diese Funktion Main eine 0 zurück, also einfach eine Zahl. Das heißt einfach, dass es in dem Fall diese Main-Funktion richtig durchgelaufen ist.
Werden wir uns dann noch später anschauen, wie das genau mit diesen Funktionen funktioniert. Ja. Aber einfach mal so hinnehmen, dass für jedes Zielprogramm, das wir brauchen, müssen wir hier ein Integer Main haben und hier ein Return 0. In diesen geschwungenen Klammern steht der eigentliche Programmcode, der dann Statement für Statement ausgeführt wird. Also wir haben hier in diesem Fall zwei Statements, die durch einen Strichpunkt getrennt werden. Das ist nämlich wichtig für die Maschine, Stichwort formale Sprachen, dass die syntaktischen Regeln alle eingehalten werden, damit jedes Statement für sich dann weiterverarbeitet werden kann. Ja? Dieser Bereich ist wieder ein Kommentar einfach. Genau, und eben dieses printf ist eine Funktion, die in diesem Standard Input, Standard Output Bibliothek definiert ist und die gibt uns einfach den Text aus am Bildschirm. Also printf sagt, gib mir das aus, ist nämlich auch eine Funktion, so wie main, gib mir das aus, was hier steht. Und zwar unter Anführungszeichen, das bedeutet, dass es sich um einen Text handelt, Datentyp String. Und dieser Text ist einfach Hello, Leerzeichen, World, Leerzeichen und dann dieses Backslash N. Und dieses Backslash N steht für New Line, für eine neue Zeile. Genau. Soweit haben wir dieses C-Programm einmal diskutiert. Jetzt werden wir das einfach einmal ausprobieren. Und dazu klicke ich auf diesen Link her. Und das ist einfach jetzt einmal eine Webseite, mit der wir einfach C-Code, wo wir C-Code hineinschreiben können und den ausführen können. Und wie wir sehen, ist hier dieses Integer-Main-Beispiel schon drinnen. Wir können hier auf Run klicken und sehen dann unten in der Konsole, dass dieses Hello World ausgegeben wird. Können wir vielleicht nur was anderes ausgeben, wenn wir jetzt da Hallo Christopher hinschreiben, das ausführen, dann schreibt er das in einer Wurst hin. Und genau deswegen brauchen wir dieses Backslash N. Ich drücke nämlich eine New Line, also eine neue Zeile. Ihr seht schon, das ist jetzt blau eingefärbt. Erkennt also schon dieser Editor, dass es sich dabei um ein reserviertes Wort mit einer bestimmten Funktion handelt. Genau, und so haben wir da Hello World und Hallo Christopher hingeschrieben. Und dann schauen wir uns vielleicht mal eine kurze Fehlermeldung an. Ich gebe jetzt hier ein Semikolon weg. Und jetzt funktioniert unser Code nicht und wir halten eine Fehlermeldung. Und zwar Error expected Strichpunkt bevor printf. Das ist auch die Fehlermeldung, die wir zurückbekommen, weil das hier fehlt. Nur euch, um zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Werden wir wieder einen Schritt abstrakter, einen Schritt theoretischer. Ein Programm besteht aus vielen Komponenten und ein Programm ist ein Text, der von einer Programmiererin, von einem Programmierer verfasst wird und es handelt sich schlichtweg um Daten, die irgendwo in einem Speicher eines Rechners liegen. Der Rechner ist ein physikalisches Ding, das ganz stupide einfach das macht, was ihm im Programmcode befohlen wird. Also diese Befehle abarbeitet Schritt für Schritt, genauso wie sie daherkommen, beziehungsweise unterscheiden sich da vielleicht ein paar Programmiersprachen, dass sie das nicht Schritt für Schritt machen, die deklarative Programmiersprachen, aber sie arbeiten es im Endeffekt einfach ab, was ihnen gesagt wird. Zu Beginn der Zeiten der Programmierung, also bevor man etwas wie einen Compiler entwickelt hat, haben Programme so ausgesehen. Diese neun Zeilen, die wir hier sehen. Es waren einfach eine Folge von Bits, also immer zusammengefasst als ein Byte. Also ein Byte, ein Bit. Ein Byte besteht aus 8 Bit. Und jede Zeile entspricht einem Befehl. Ja, und diese Befehle müssen ja dann wieder einfach dekodiert werden, kodiert werden und werden dann so in diesen Maschinencode eben in den Prozessor geladen, also dort in die Verarbeitungseinheiten und dann Schritt für Schritt abgearbeitet. Ziel dieses Codes, das wir hier sehen, ist es, die Zahlen von 1 bis 10 zu addieren. Also 1 plus 2 plus 3 plus 4 und so weiter und am Ende kommt 55 heraus. Das ist die Aufgabe von diesem Code. Und dieser Code könnte auf jeder hypothetischen Rechenmaschine eben ausgeführt werden. Schauen wir uns mal die Verbalisierung dieser neuen Befehle aus. Also, die erste Zeile sagt etwas wie speichere die Nummer 0
in der Speicher-Location 0. Also unser Speicher ist irgendwie so angeordnet, dass es da unterschiedliche Speicherorte gibt, also Memory Locations, und diese Memory Locations kann ich adressieren. Quasi mit einem, die haben eine Adresse. Ja? Also store the number 0 in Memory Location 0. Store the number 1 in Memory Location 1. Was nämlich hier passiert, ist, dass wir eine Variable total haben. In diesem Total wird dann die Summe immer gespeichert, also 1 plus 2, dann wird die 3 hier gespeichert und plus 4, 7, die wird dann wieder hier gespeichert. Und deswegen setzen wir das einmal auf 0. Ja? Und die Zahl, die jetzt nur am Anfang 1 ist, das ist unser Counter. Der zählt jede Schleife, die wir durchgehen, und sie haben nämlich eine Vorschleife. Die beginnt bei 1 und geht bis 10 und führt eben diese Operationen immer durch. Dann speichere den Wert von Speicherlocation 1 in Memory Location 2. Also nimm das, was in dieser, also die 1, nimm die 1, die dort in dieser Speicherlocation 1 steht, speichere sie in der Memory Location 2. Dann subtract the number 11 from the value in Memory Location 2. In dieser ersten Durchgang passiert dann eben 11 minus 1, oder beziehungsweise subtract the number 11 from the value in Memory Location, also 1 minus 11. Dann wird im nächsten Schritt nämlich überprüft, ob if the value in Memory Location 2 is the number 0, continue with instruction 9. Das heißt, das ist unsere Abbruchbedingungen, und dann können wir den Output ausgeben, was wir, nämlich das Total, das was wir in Memory Location 0 haben, und wenn das nicht der Fall ist, dann add the value of Memory Location 1 to Memory Location 0, add the number 1 to the value of Memory Location 1, continue with instruction 3. Und da genau da haben wir die Vorschleife. Aber das ist vielleicht so nur schwierig in dieser Verbalisierung. Machen wir das einmal abstrakter, okay? Wir setzen zwei Variablen auf, also Total und Count auf 0 und 1, und dann definieren wir einen Loop. Dieser Loop beginnt hier und geht bis zum Ende. Und bei Output Total, das haben wir noch fertig, nachdem dieser Loop durchgelaufen ist. Wir haben also, wir setzen Compare to Count, Subtract 11 from Compare, also es wird von diesem Compare die 11 abgezogen. Dann kommt eine If-Bedienung, ja, also wenn Compare ist 0, dann geht zu dem Ende. Wenn nicht, dann füge das, was in Count ist, dem Total hinzu, add 1 zu Count, also wir gehen einen Schritt weiter und wir continuen den Loop und springen hier wieder zurück an diese Stelle. Beziehungsweise noch weiter abstrahiert, schaut das Ganze so aus, in der höheren Programmiersprache C. Dann haben wir hier den Bereich, wo wir die zwei Variablen vom Datentyp Integer definieren, also eine natürliche Zahl. Und hier definieren wir ein While. Das ist unsere Konstruktion, das innerhalb des Loops ist. Und wir haben nur jetzt einen kleinen Fehler, den ich gleich... Und das können wir noch weiter abstrahieren, indem wir es in einer höheren Programmiersprache wie C schreiben. Wir haben also wieder hier diesen Bereich, wo wir Total und Count diese Variablen setzen. Diese Variablen sind vom Datentyp Integer, also eine natürliche Zahl, wobei Total auf 0 gesetzt wird und Count auf 1. Dann haben wir hier mit dem While und den geschwungenen Klammern einen Loop definiert. Dieser passiert so lange, bis diese Bedingung abgebrochen wird. Also das Count muss kleiner gleich 10 sein. Also in dem Maschinencode wird quasi von 11 heruntergezählt, bis es 0 ist. Und hier wird das Count immer erhöht. Also mal einfach ein Unterschied, aber die Funktion ist die gleiche. Also dieses Count ist jetzt zuerst einmal 1, im nächsten Durchgang ist es 2, weil es hier an dieser Stelle Count ist gleich Count plus 1 immer erhöht wird. Dieses ist gleich, ist ein Zuweisungsoperator, heißt also der Wert, der in Count steht, plus 1 wird hier hineingespeichert. Und das passiert eben so lange, bis dieses Count kleiner gleich 10 ist. Genau, also wenn es 10, also wenn es zum Beispiel 11 ist, dann würde es hier nicht mehr weiter durchgehen.
Genau, und im Total passiert das Gleiche, also das beginnt dann mit 0 plus 1, wird also 1 hineingespeichert, beim zweiten Durchgang dieser Schleife wird dann 1 plus 2, ist also 3 hineingespeichert und so weiter, bis in diesem Total 55 steht und dann, wenn diese Abbruchbedingung definiert ist und wir diesen Loop verlassen, wird diese Gesamtsumme eben hier am Ende ausgegeben, die 55. Das können wir auch wieder ausprobieren. Voilà. Ich muss mal kurz hier richten, damit ich das kopieren kann. Ich kopiere jetzt einfach diesen Code, füge den hier ein und starte das. Und wir sehen, das Ergebnis ist 55. Und jetzt können wir nur kurz uns alle Schritte nochmal anzeigen lassen. Die füge ich jetzt hier nur schnell ein, mache da noch ein New Line, damit wir es schöner sehen. Und hier sehen wir die einzelnen Schritte eben. 1, 3, 6, 10, 15, 21 und so weiter werden immer in jeder Iteration ausgegeben. Und wir haben wie viele Iterationen? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 Iterationen. Also wenn 10 Mal geht er durch diese Schleife durch. Abstraktion ist also ein ganz ein wichtiges Konzept, eine ganz eine wichtige Grundlage in der Informatik. Durch das Auslassen der kleinen Details auf der unteren Abstraktionsebene können wir ein vereinfachtes Bild einer aktuellen Abstraktion annehmen. Schauen wir uns etwa irgendein Schienennetz an. Wir haben hier einfach ein europäisches Schienennetz. Und wenn man jetzt ein Informatiker damit arbeiten möchte, weil er irgendwelche Simulationen ausrechnen möchte, dann interessiert er sich nicht, wie das Material der Gleise ist oder das Material der Züge, sondern diese Details lässt er alle weg. Es wird abstrahiert, es wird generalisiert und das Schienennetz wird als Graph dargestellt. Der Graph ist eine Datenstruktur, der aus Kanten und Knoten besteht. Also jede Haltestation in einem Bahnhof ist eine Knoten und die Gleisen sind dann die Kanten. Und es ergibt sich dann ein großes Netzwerk. Und diese Abstraktion und die Überführung dieses Netzwerkes in eine Graphenstruktur ist dann eine Möglichkeit, viel effizienter mit den Dingen zu arbeiten. Also Abstraktion ist einfach ganz ein wichtiger Aspekt in der Informatik. Und eben die Visualisierung des Graphen ist eine abstrakte Sichtweise auf ein Netz. Wir haben also über die Programmierung im Allgemeinen, über die Abstraktion kurz gesprochen und haben ein erstes C-Programm, also dieses Hello World C-Programm und die Iteration des Zusammenzählens kennengelernt und haben das in einem Online-Editor ausgeführt. Der nächste Schritt ist es, dass wir dieses C-Programm auf unserem eigenen Rechner ausführen wollen und uns nämlich anschauen, was in diesem Prozess des Kompilierens passiert. Also als das Kompilieren, beziehungsweise der Compiler als Software, als ein Programm, übernimmt die Aufgabe, dass ein Quellcode, nämlich unser C-Programm, also der Quellcode einer bestimmten Programmiersprache, eben C, Python, was auch immer, dass dieser Quellcode in eine Form übersetzt wird, die von einem Computer dann direkt im Prozessor ausgeführt werden kann. Und wir haben ja gesehen, dass es eigentlich nur die Nullen und Einsen waren. Das ist der Maschinencode. Es gibt also einen Schritt, der unseren Quellcode, der ja in einer höheren Programmiersprache verfasst ist, in diesen Maschinencode überführt. Und das nennt sich Kompilieren. Neben dem Compiler gibt es noch ein anderes Werkzeug, das nennt sich Interpreter. Der Unterschied zwischen, also wir gehen da gar nicht so weit in die Tiefe, Python hat zum Beispiel einen Interpreter, der macht nicht direkt diesen Schritt, dass er den Quellcode in einen Maschinencode überführt, sondern ist wieder auf einer abstrakteren Ebene angesetzt und ist also langsamer in der Durchführung, ist aber hilfreich in der Fehleranalyse, weil einfach nur mehr Software dazwischen hängt, die uns bei der Bearbeitung oder ja bei der Ausführung des Codes hilft und wenn es Fehler gibt, dann uns mehr zurückmelden kann. Ja? Und der Compiler, der überführt es dann direkt in Maschinencode. Und dazu gibt es eben mehrere Schritte, also in diesem Kompilierungsprozess wird es in ein Übersetzungsprogramm
überführt in diesem Compiler, wo sozusagen jede Struktur im Quellcode einmal zu Assembler-Code wird. Also Assembler ist auch eine Programmiersprache, die sehr maschinennahe ist. Wir werden uns dann noch anschauen, was Assembler genau ist. Also ist auch einfach eine Programmiersprache. Und dieser Assembler-Code, den kann man dann noch leichter, oder den kann man dann in den Maschinencode überführen, weil da gibt es dann die klaren Regeln dafür. Ja? Und was passiert jetzt bei der Überführung des Quellcodes, des C-Programms zu Assembler? Wir haben eine Syntaxüberprüfung. Das ist dann, was wir als einen Syntaxfehler kennenlernen oder sehen in der Konsole beispielsweise, wenn wir einen Strichpunkt am Ende eines Statements vergessen haben. Und da schaut einmal, ob die Syntax unseres Programmes richtig ist. Dann werden bestimmte Analyseverfahren und Optimierungsverfahren durchgesetzt, die einfach unseren Code schneller machen sozusagen. Also wir können ja irgendwie etwas sehr abstrakt programmieren und der Compiler sagt, aha, das sind aber eigentlich diese einfachen Operatoren und wenn das in dieser Reihenfolge daherkommen, dann bin ich viel schneller in der Berechnung beispielsweise. Ja? Und dann wird eben noch diesen unterschiedlichen Analysen, lexikalische Analyse, semantische Analyse und so weiter, da gehen wir gar nicht in die Tiefe, dann dieser Assembler-Code erzeugt und der Assembler-Code dann wird wieder assembliert zu einem Maschinencode. Und diesen Prozess, den wollen wir uns jetzt auf unserem eigenen Rechner anschauen, indem wir unser C-Programm selber kompilieren. Dazu habe ich hier auf meinem Windows-Rechner zu Hause links eine VirtualBox geöffnet, in der ein Ubuntu 18 läuft. Und wir wollen jetzt das machen, was wir hier rechts in den Folien haben. Diesen Prozess aus der Quellcode wird dann weiter, wird kompiliert. Dieses Kompilieren hat zuerst ein Preprocessing, wo bestimmte Kommentare weggeschmissen werden, die der Compiler nicht braucht. Die brauchen hier nur wir ProgrammiererInnen, um unseren Code zu dokumentieren. Es werden bestimmte Makros und Bibliotheken, eben dieses Standard-Input, Standard-Output-Bibliothek wird also hineinkopiert, expandiert nennt sich das, und dann werden noch weitere Prozesse abgearbeitet. Ja? Das ist also das Preprocessing, das ist also ein Teilaspekt des Kompilierungsprozesses. Dann kommt es zum eigentlichen Kompilieren, die Überführung unseres Programmes in einen Assembler-Code. Ihr seht schon, da oben habe ich ein HelloWorld.c, das ist unser Ausgangsquellcode. Dann das HelloWorld.i ist eine Datei, die in diesem Prozess entsteht. Dann haben wir das HelloWorld.s, da drin steht dann der Assembler-Code. Und dann haben wir nach dem Assembly und dem Linking, also diesem vierten Schritt, ein HelloWorld.o, das dann in Maschinensprache ist. Also da stehen einfach wirklich dann Nullen und Einsen. Das können wir zum Beispiel in einem Hex, in einem Editor, der hexadezimalen Zahlen darstellen kann, anschauen. Und wir bekommen ein Executable-File, Hello World, das wir dann auch anstarten können. Ja? Hier unten ist einfach ein Link, der genau diesen Prozess nochmal genauer beschreibt. Und das werden wir uns jetzt hier anschauen. Und auf der nächsten Folie habe ich hier die dazu nötigen Befehle für die Konsole angeführt. Wir haben also irgendein Linux-Betriebssystem oder auch im Mac. Wir brauchen jedenfalls eine Konsole. Ich kann auch die hier über Open Terminal öffnen. Und in diesem GDI-Ordner habe ich ein HelloWorld.c-Programm angelegt. Jetzt möchte ich den ersten Befehl hier ausführen. gcc-wall, also w-all, also steht für warnings-all, den filename.c, also HelloWorld.c wird es dann sein, minus o filename. Und filename ist dann das Executable. Was passiert bei diesem Befehl? Es wird kompiliert ein File mit der GNU Compiler Collection, das ist dieses gcc, zeigt uns alle Warnings an, also wir könnten, also Warnings, es gibt Errors und Warnings, bei Errors ist unser Programm nicht kompiliert worden, es gibt also irgendeinen Syntaxfehler, damit das nicht funktioniert hat. Und Warnings sind so, ja, es wäre gut, wenn du beispielsweise, du hast eine Variable deklariert, aber du verwendest sie nicht und dann bekommst du eine Warnung, so, pass auf, das könnte vielleicht ein Problem ergeben, wenn du an diesem Programm weiterschreibst. Und was hier passiert, ist dann weiters, dass dieser Quellcode hergenommen wird, was in HelloWorld.c in unserem Fall dann steht, und er dann ein ausführbares File, ein Executable, draus macht. Das ist so wie eine .exe, die ihr kennt, wo man einfach etwas anstarten kann. Und das werden wir hier einfach mal eingeben.
Ich kann das nicht hinüberkopieren, weil natürlich dieses, weil in der VirtualBox ein eigenes, das ist also getrennt von meinem restlichen Betriebssystem, das funktioniert nicht. Da muss ich jetzt eh hineinschreiben und Hello World. So, und jetzt kommt eine Fehlermeldung und er sagt nämlich Command GCC not found. Das heißt, dass in meinem fertigen, also in meinem frischen Betriebssystem, das ich mir eingerichtet habe, diese GCC-Bibliothek, also diese GNU Compiler Collection noch nicht installiert habe. Und dann kann ich über, und er bietet mir dann auch gleich an, wie ich es installieren kann, mit sudo apt install GCC kann ich das machen. Das ist sozusagen der Kommando-Line-Befehl, um das zu installieren. Über sudo ist es immer die, wird immer die User-Verwaltung des Betriebssystems aktiv. Und wir müssen jetzt den User nehmen, den Passwort für unseren User eingeben. Und dann kommt da eine ganze Schneise an Informationen. Wir klicken hier einfach auf You want to continue, da muss man ein großes Y eingeben. Ich habe es gerade vorher gesehen, dass ich da ein Z gehabt habe, weil mein Linux auf einem englischen Betriebssystem ist und dort sind Y und Z immer vertauscht. Okay, jetzt wird unser GCC installiert. Das dürfte gleich erledigt sein. Und dann können wir diese Funktion, also einfach mit Pfeil hoch komme ich zu dem alten Befehl, den brauche ich nicht nochmal hineintippen und dann kann ich das ausführen, indem ich Punkt slash Hello World hinschreibe. Und was wir dann sehen in der nächsten Zeile ist, dass genau dieses, was im printf-Statement drinsteht, dass das ausgegeben wird. Das ist sehr gut. Also jetzt haben wir sozusagen alles eingerichtet, theoretisch, um auf unserem Rechner mit C programmieren zu können. Wir können jederzeit ein Programm schreiben in einem einfachen Texteditor beispielsweise, der mitkommt in unserem Betriebssystem und wir können das auch wieder könnten das jetzt weiter manipulieren. Ich schreibe hier einfach in der zweiten Zeile nur Hello, speichere das Ganze ab und dann muss ich das natürlich wieder kompilieren, weil das Programm hat sich auch geändert. Ich gehe also zum oberen Befehl wieder und dann kann ich es wieder ausführen und ihr seht, auch das zweite printf wird ausgegeben. So, und in dem zweiten Schritt, das ist der zweite Befehl, den wir hier haben, mit diesem SaveTemps, mit diesem Flag, können wir jetzt alle zusätzlichen Files, die entstehen, das .i, das .s und das .o-File, das in diesem Kompilierungsprozess entsteht, oder die in diesem Kompilierungsprozess entstehen und irgendwo zwischengespeichert werden und dann sozusagen in einer Pipeline weitergereicht werden, bis schließlich dieses Executable entsteht, die können wir sozusagen auch, wenn sie entstehen, einfach speichern und uns anschauen, was da passiert. Das wird beispielsweise auch, also das könnte ich mir vorstellen, wird verwendet, um zum Beispiel zu überprüfen, wie performant bestimmte Algorithmen sind oder Programmstrukturen oder wie auch immer. Also hello world.c und das minus O Hello World. Genau, jetzt habe ich verschrieben, weil dieses Datei, diese, das gibt es nicht. Ich habe das ja Hello World mit einem großen W genannt. Das war jetzt der Fehler, den wir hier erhalten haben. Genau, jetzt ist er durchgelaufen, dieser Befehl. Mit ls sehe ich jetzt, dass ich hier ein weiteres .i, .o und .s File habe und dann gehe ich einfach hin diesen Explorer hier zurück und dann könnten wir einfach hier mal hineinschauen. Also in diesem .i haben wir ja gesehen, wird sozusagen das Preprocessing durchgeführt. Also es werden alle Kommentare rausgeschmissen. Und es wird die Standard-Input, Standard-Output-Bibliothek hier hineingeschmissen. Also hier ist unser eigentliches C-Programm ganz am Ende. Und alles, was davor ist, ist beispielsweise das Standard-Input, Standard-Output-Library, die da wirklich hineingefügt, also eingefügt wird, damit das Programm das dann nutzen kann.
Also das, was im Include drin steht, das wird dann hier hineingegeben. Das schauen wir uns gar nicht genauer an, aber nur, dass ihr wisst, dass es eben, wenn wir etwas importieren, und bei Python ist es ganz ähnlich, dass diese Bibliotheken dann wirklich in diesen Code mit hineinkommen, damit sie dann auch weiter verwendet werden können. Das ist einmal das Punkt i-File. In dem Punkt s-File steht dann der Assembler-Code. Also Assembler ist einfach eine Programmiersprache, die Maschinen näher an der Maschine ist. Da haben wir hier den Main-Bereich, das ist sozusagen der Startpunkt des Programmes, wo eben dann im Stack der Speicher adressiert wird in unserem Betriebssystem. Also aber was das genau ist, das schauen wir uns dann gleich später an. Ja? Aber wir sehen hier schon Strukturen, die wir kennen. Hier steht eben String Hello World, da steht auch String Hello, das dürfte also das eine Printf sein, das dürfte das andere Printf sein und so weiter. Das ist also der Assembler-Code und dieser Assembler-Code wird dann auch weitergereicht, wird assembliert und wird dann dieses .o-File, das ich jetzt, glaube ich, nicht so einfach hier öffnen kann. Aber auf Stack Overflow findet man natürlich dann gleich eine Lösung, hoffentlich. Und zwar können wir mit dem Befehl objdump -d hello world.o Hello World ist wesentlich groß. Ja, genau. Uns das Ganze hier anzeigen. Und das ist wenn ich hier ein bisschen aufgehe. Genau. Das ist jetzt der Maschinencode. Also das hier ist der Maschinencode. Auf der linken Seite ist der Maschinencode und rechts haben wir den Assembler-Code. Ziemlich cool. Und jetzt, wir sehen also, welche Assembler-Befehle sich auf welchen Maschinenbefehl referenzieren. Das ist das, was unser Prozessor bekommt. Ja? Das sind jetzt einfach eine Aneinanderreihung von Nullen und Einsen. Und um das knackiger, um das lesbarer zu halten, sind die nicht im Binärsystem formatiert, sondern im Hexadezimalsystem. Und dann werden diese Kolonnen dann, ergeben dann einfach die Nullen und Einsen. Und hier den äquivalenten Assembler-Befehl. Also nur, wir brauchen das auch gar nicht weiter verstehen, einfach nur, damit man sieht, was da im Hintergrund eigentlich passiert. Und eben mit dem Befehl, den man gerade auf Stack Overflow, den ich gerade gefunden habe, kann man sich das einfach anzeigen lassen. Okay, wir haben jetzt also genau diesen Prozess uns genauer angeschaut. Wir haben ein Hello World Programm genommen, haben das kompiliert, haben das dann ausgeführt, das Executable, haben das ein bisschen geändert und dann nochmal ausgeführt und können also, haben jetzt also quasi eine ganz eine simple Umgebung geschaffen, wo wir C programmieren könnten auf unserer lokalen Maschine und haben uns den Kompilierungsprozess, die einzelnen Files, die da entstehen im Preprocessing, im Assemblieren und im Linking genauer angeschaut. Was ist also jetzt Assembler? Assembler ist eine Programmiersprache und eine Programmiersprache, die für das 1:1 Mapping zum Maschinencode zuständig ist. Wie gesagt, Maschinencode ist eine Folge von Nullen und Einsen, die dann im Prozessor abgearbeitet werden. Und den ersten Assembler, den hat die Grace Hopper, die haben wir zu Beginn dieser Lehrveranstaltung schon mal kennengelernt, den A0, das ist ja die erste Assemblersprache, entwickelt. Und wie wir jetzt auch gesehen haben, wird eine Zeile in einer höheren Programmiersprache zu ganz vielen Instruktionen in Assembler-Code führen, die dann auf der CPU ausgeführt werden können. Also ein Printf beispielsweise, das für uns nur eine für uns nur eine Zeile Code ist, die leicht zu verstehen ist, kommt eigentlich mit einem ganzen Rattenschwanz an Operatoren, an Instruktionen mit, die dann wirklich die Ausgabe am Bildschirm ermöglichen. Und genau was hier passiert ist, ist nämlich eine Abstraktion. Also wir haben diese vielen Instruktionen einfach ausgelagert in Bereiche, die für uns nicht relevant sind. Wir wollen uns auch nicht beschäftigen, wo in unserem Betriebssystem der Speicherplatz reserviert wird, um dieses Hello World zwischenzuspeichern, sondern wir wollen einfach auf der abstrakteren Ebene arbeiten. Wir werden uns jetzt die Verbindung zwischen
C und Assembler genauer anschauen. Vorangestellt möchte ich sagen, dass ich natürlich nur basale Kenntnisse von Assembler habe. Wir werden nie Assembler programmieren. Ihr werdet wahrscheinlich auch gar nie bei uns am Zentrum für Informationsmodellierung irgendwie mit C in Kontakt kommen. Es geht vielmehr darum, dass wir einfach die dahinterliegenden Strukturen einfach kennenlernen. Einfach die Prinzipien, die Paradigmen, die in der Informatik relevant sind. Und deswegen beschäftigen wir uns damit. Also wir werden keinen Assembler programmieren, wir werden dann in dem Assignment auch nicht das zu 100% genau erklären und verstanden haben müssen, aber wir wollen einfach damit herumspielen und ein bisschen etwas ausprobieren. So, links haben wir ein C-Programm, das durchiteriert 1 bis 10 und diese Zahlen dann ausgibt. Es gibt eine Webseite, Compiler Explorer, in der wir einen C-Code hineinschmeißen können und er dann uns den Assembler-Code dafür gibt. Also das ist in etwa das, was hier in diesem Kompilierungsprozess entsteht, eben dieses Assembler-File, und diese Webseite macht das Ganze. Hier kann ich dir die Programmiersprache C auswählen zuerst, das macht mehr Sinn. Und dann kann ich hier auch noch den Compiler auswählen. Da gibt es einfach unterschiedliche Versionen von Compilern, je nachdem, welcher Prozessor das verwendet. Und wir werden diesen x86-64, das ist die Systemarchitektur, GCC für die GNU Compiler Compilation. So, Entschuldigung. GNU Compiler Collection. Diesen werden wir einfach hernehmen, und zwar den 9.2. Ihr seht schon, weil die unterscheiden sich dann in bestimmten Strukturen einfach. Und so kommt man ganz einfach zu einem Assembler-Code, und das Coole an diesem Programm ist, dass wir eben, je nachdem, was wir markieren, auch links dann was markiert wird, und wir sehen, welche Assembler-Statements für welche C-Statements, also wie die dann in Abhängigkeit stehen. Also man kann sozusagen den Code untersuchen. Das wird zum Beispiel verwendet, ein Beispiel von einem guten Freund, der Physiker ist, und die machen quantenphysische Berechnungen, und das wären Dinge, sind einfach Berechnungen, die irrsinnig lange dauern, und er hat sich dann sehr viel damit beschäftigt, um das C-Programm so performant wie möglich zu gestalten, und deswegen hat er sich auch anschauen müssen, wie der Assembler-Code dann ausschaut, und je nachdem, wie dann der Assembler-Code am effizientesten kompiliert werden konnte, hat er dann sein C-Programm angepasst. Und wenn es wirklich sehr große Berechnungen sind, ist sozusagen jede Operation, die zu viel ist, ist dann auch wirklich zu viel. Und so kann man einfach an der Performance von Algorithmen in einer Programmiersprache schrauben. So, und diesen Assembler-Code werden wir uns jetzt anschauen. Dazu noch zwei Themen, die wir vorher diskutieren müssen. Nämlich Register und RAM. Also Register bestehen aus Logikgattern. Das haben wir in der Logik schon kennengelernt. Es kommt ein Input herein, eine 0 oder eine 1. Und dann habe ich unterschiedliche Logikgattern mit unterschiedlichen Aufgaben. AND-Logikgatter, ein OR-Logikgatter. Und dann kommt wieder etwas heraus. Ja? Und in sogenannten Latches kann dann ein Bit gespeichert werden. Und bringt man mehreren dieser Latches zusammen, dann hat man ein Register. So kann man das mal grob zusammenfassen. Und Register sind Speicherorte für Daten für die CPU. Also in unserem Prozessor. Unser Prozessor kann auf die unterschiedlichen Register zugreifen und sich dort die Daten herholen und die dann verarbeiten. Und die Größe der Register, das definiert die Systemarchitektur. Also ich habe zum Beispiel ein 64-Bit Windows-Betriebssystem oder 32-Bit Windows-Betriebssystem, und genau diese Systemarchitektur steht dann in diesen 32 und 64-Bit drinnen. Also beispielsweise hat ein 8-Bit-Register besteht aus eben 8 Speicherzellen und die jeweils genau ein Bit speichern können. Ja, so sind also unsere Systemarchitekturen zusammengebaut. Und der Vorteil dieses Register ist im Prozessor, dass der auf diese sehr schnell zugreifen kann. Und dann gibt es Arbeitsregister, da basieren nämlich arithmetische und logische Operatoren, also auf einer sehr grundlegenden Ebene. Und
weil ja jeder komplexe Algorithmus eigentlich eine ganz viele einfache Schritte sind, die dann einfach, ich sage mal, orchestriert werden. Und genau diese einfachen Operatoren passieren dort in den Arbeitsregistern. RAM, Random Access Memory, das ist einfach eine Folge von Registern. Ein Speicher ist eine Folge von Registern, die alle über eine Adresse verfügen, wie Hausnummern. Also es gibt also die Adresse 0, da habe ich diese Daten drin. Es gibt die Adresse 1, da habe ich diese Daten drin. Und so weiter. Ja, also wir dann nicht immer Daten direkt herholen, sondern es wird immer über Adressierung gesprochen. Es gibt immer einen Zeiger, der auf eine bestimmte Adresse zeigt und dort hat die Variable x den Wert 5 drinnen. Ja, das ist einfach so effektiver. Und wenn man eine 8-Bit-Systemarchitektur hat, dann hat man 8 Eingangsleitungen, das ist hier also schematisch abgebildet, wo eben jede dieser Striche für eine 0 oder eine 1 zuständig ist und Eingangsleitungen werden dann zusammengefasst, eben zu 8-Bit oder 16-Bit, 32-Bit und ja, diese Adressierungen sind diese Bus-Systeme. Ja, und die kann da einfach lesen und schreiben. Ganz grob. Ganz grob. Zu diesen Themen gibt es eben zwei Videos, die das sicher ausführlicher behandeln, also dieses Programming Languages und dann dieses Registers and RAM. Das würde ich euch sehr stark empfehlen, da wird das ausführlicher nochmal diskutiert. Genau, und schauen wir uns mal kurz an, wie man sich das vorstellen könnte. Hier gibt es einfach einen Assembler Simulator und wenn ich den einfach mal anlaufe, sehen wir mal, wie er den Code durchläuft und äquivalent zum Code sehen wir dann, welche Register gerade in Arbeit sind, dass in diesen Registern dann immer wieder sich die Werte verändern, also die Adressen auf dem Speicher und er das Programm dann abarbeitet. So kann man sich ungefähr vorstellen, dass ein Computer funktioniert und der Output ist dann, er hat gerade Hello World geschrieben. Also das passiert, wenn man Hello World schreibt beispielsweise. In einer 8-Bit-Systemarchitektur wohl bemerkt. Ja? Also, es ist einfach ein Simulator, mit dem man sich ein bisschen das veranschaulichen könnte. Und was wir jetzt machen ist, wir werden diesen Assembler-Code von dem Hello World-Programm jetzt Schritt für Schritt durchgehen, was der genau macht. Das Programm beginnt bei diesem Main-Bereich eigentlich und es gibt sozusagen noch einen vorgelagerten Bereich, wo eben die Variablen deklariert werden. Also dieses %d wird ja als Text dann ausgegeben im printf und deswegen steht da Punkt String $d. Hier wird einfach mal eine Variable deklariert oder der Datentyp der Variable. Dann haben wir eine Funktion. Dieses Main ist eine Funktion. Dieses L3 und L2, das sind Orte, die man dann direkt adressieren kann. Da kann man dann hinspringen, go to oder wohin, jumpen nennen sie das dann. Und eben dieses Main ist die Funktion Main, die wir ja auch in unserem C-Programm haben. Und dann passiert Folgendes, dass einmal der Stack aufgebaut wird. Also mit Push, RBP, Move, RBP und RSP. Da werden wird einmal der Speicherplatz reserviert. Und zum Beispiel bei Move RBP RSP, das heißt so viel wie speichere den Wert von RSP in RBP. Und das zwar, also RBP und RSP sind jeweils zwei Register. Und zwar sind es die Speicheradressen und die definieren, also die Register zuständig für die Speicheradressen und die definieren dann den Stack, auf dem gearbeitet wird. Ja, also der RBP ist der Basepointer und der RSP ist der Stackpointer. Und die können dann unterschiedlich je nach Systemarchitektur anders benannt sein. Der ESB ist beim 32-Bit-System, der SB bei einem 16-Bit-System. Das sind einfach Konventionen. Warum müssen wir diesen Stack aufbauen? In diesem Stack ist sozusagen der für dieses Programm zur Verfügung stehende Speicher wird allokiert, sage ich einmal. Ja? Also das ist mal der Speicher,
der Bereich, in dem wir arbeiten können. Und mit dieser Subtraktion hier wird also vom RSB 16 heruntergelöscht und es wird einfach Platz am Stack reserviert. Ja? Im RSB steht irgendeine Zahl drin und dann minus geht so 16 Schritte zurück und reserviere diesen Speicher. Mit dem nächsten Statement, also das MOF steht für Move, das SUB steht für Subtraktion, ist auch eine arithmetische Operation und Move ist immer, speichere etwas in einer Speicheradresse. Und zwar speichert er jetzt die 1 in der Speicheradresse RBP-4. Also RBP-4 ist eben ein Bereich in unserem vorher reservierten Stack, der für unseren Speicher zur Verfügung steht. Und der Wert 1 wird darin gespeichert. Das ist nämlich genau die Variable i. Und dieses dWordPTR, das definiert einfach den Datentyp. Das sind jetzt so Bezeichnungen, die man dann einfach in der Spezifikation der Assemblersprache nachschauen würde. Und das definiert einfach, dass es sich dabei um eine Zahl handelt. Also speichere die Zahl 1 in der Speicheradresse RBP-4. Und dies vom Datentyp Integer. Dann im nächsten Schritt kommt ein CMP, das steht für Compare. Vergleiche den Wert 10, also weil wir hier von, wir wollen ja in unserer Vorschleife dann von i ist kleiner 11 gehen, das heißt 10 ist dann die höchste Zahl, deswegen überprüft er das dort mit 10. Also vergleiche den Wert, der in RBP-4 steht, das ist ja i, mit dem Wert 10. Und das ist sozusagen die Abbruchbedingung unserer Schleife. Die steht jetzt hier schon an dieser ersteren Stelle. Genau, die Abbruchbedingung unserer Schleife. Und dieses JG steht für Jump Greater. Also wenn dieser Wert größer ist, springe zu L2. Also wenn der Wert 10, also wenn der, wenn in RBP-4, also in i, auch 10 steht, dann springe zu L2 und dann wird das Programm beendet. Wenn das nicht der Fall ist, dann gehe hier weiter an dieser Stelle. Also das Jump Greater ist false, deswegen gehen wir weiter in den Programmcode, der hier abgearbeitet werden muss. Und dann passiert das, was dann im printf, also in der Ausgabe, vielleicht gehen wir einfach mal kurz zurück zum C-Programm, damit wir das nochmal sehen. Wir sind also jetzt in der Schleife. In der Schleife wird ja dieses printf ausgegeben und das i immer erhöht, ja, bis es dann eben 10 ist. Dazu brauchen wir jetzt wieder zusätzliche Register. Und das EAX, das ESI, das EDI, das sind sogenannte Arbeitsregister. Da werden dann diese arithmetischen Operationen oder logischen Operationen einfach durchgeführt. Die kann ich immer hernehmen, da kann ich Dinge zwischenspeichern und damit arbeiten. Ja? Also EAX beispielsweise ist einfach ein Allzweckregister, das sind einfach so definiert. Und die heißen je nach Systemarchitektur dann wieder ein bisschen anders. Also, gib den Wert ins Register, also das, was wir, das, was in i steht, wird also in das EAX-Register hineingegeben, dann wird das, der Wert, der in dem EAX-Register ist, in das ESI-Register weitergegeben. Das sind dann, warum das jetzt so genau ist, kann ich gar nicht genau sagen, interessiert uns jetzt auch gar nicht so genau, es ist einfach die Funktionsweise, wie das funktioniert. Dann kommt dieses Offset flat.lc0, das hat irgendetwas mit dem Wert in unserer Variable, also in unserer Variable zu tun, setzt EAX auf 0. Also wir haben ja das Ganze ja in das ESI hineingeschrieben und dann steht Call printf. Ja, also das ist einfach jetzt die vorbereiteten Statements, um die Ausgabe zu tätigen. Es werden ein paar Register herumgeschoben und dann wird diese printf-Funktion aufgerufen. Und dann kommt mit add ein neuer, also wir haben call als einen Befehl, wo einfach andere Funktionen aufgerufen werden können, call printf.
Und dann haben wir einen weiteren Operator in Assembler, die Add, und da füge ich einfach die Zahl 1 zu i hinzu. Also zu dem Wert, der in der Speicheradresse RBP-4 steht. Also die 1 zur 32-Bit-Integer-Repräsentation, das ist es D-Word PTR, das ist also eine 32-Bit-Integer-Repräsentation in 2 Bytes und erhöhe dann das i. Also das ist genau das plus plus i in unserem Zielprogramm. Dann macht das ERX wieder, setzt den Wert dort wieder auf 0. Also wir sehen, dass ein Compiler immer Register, die er einmal verwendet hat, dann wieder auf eine neutrale Position, sage ich mal, stellt. Also einfach mal gesagt, aha, das ist wieder 0, damit da kein Wirbel hineinkommt. Und dann wird wieder das printf gecallt. Weil er ja... Und er springt dann wieder zurück zu L3. Ja? Und genau das ist jetzt die Schleife. Und das macht er jetzt so lange, bis eben der Wert in dieser Speicheradresse, das für das i zur Verfügung steht, eben 10 ist. Und wenn er dort durch ist, dann setzt er das ERX wieder auf 0 und macht Leave und macht dann das Return. So, das war einmal ein ganz grober Überblick über dieses C-Programm und über den äquivalenten Assembler-Code, den wir uns jetzt hier angeschaut haben. Hier gibt es zwar unterschiedliche Ressourcen, eben Assembly Guidelines oder gibt es einfach Handbücher, wo man diese ganzen Befehle dann nachschaut, je nachdem, welche Version des Assemblers wir verwenden. So, das war jetzt eine ordentliche Ladung an Informationen, dieses ganze Video. Wie gesagt, die Idee ist nur, dass man mal hinter die Kulissen schaut bei dem Ganzen und deswegen ist auch dieses Assignment 6 so konzipiert, wie es konzipiert ist. Einfach, wir wollen jetzt nicht Assembler schreiben, wir wollen es gar nicht zu 100% verstehen, sondern wir wollen einfach ein bisschen herumspielen und das ein bisschen entdecken. Deswegen folgende Übung für Assignment 6, dass wir hier 5 C-Programme haben, die jeweils für Bit-Operationen, Schleifen, Strings, mit Zahlen, also mit positiven und negativen Zahlen hantieren und mit Bedingungen, mit Conditions, also if und so weiter. Und Ziel dieser Aufgabe ist es, einfach diese C-Programme zu verstehen, erklären zu können. Also ihr kompiliert die auf eurem Rechner, schaut euch an, was da passiert, versucht diese Programme zu verstehen, die sollten eigentlich relativ leicht sein. Zu diesen Beispielen gibt es auch einfach googeln oder recherchieren, welche was bedeutet. Und der zweite Schritt ist dann, diesen Code in diesen Assembler Discoverer hineinzugeben, also in diesen Compiler Explorer, und dann für den GCC 9.2 sich den Assembler Code einfach mal anzuschauen und versuchen zu verstehen und versuchen zu erklären und ein bisschen nachzurecherchieren, was könnte was bedeuten. Also ich brauche das nicht hundertprozentig zu verstehen, es sollte einfach nur darum gehen, dass man sich damit beschäftigt hat einmal, in etwa so, wie ich das jetzt im vorigen Beispiel gezeigt habe. Also nochmal kurz zusammengefasst, was wir uns hier in diesem Video angeschaut haben. Wir haben ein Hello World C-Programm kennengelernt, wir haben uns mit Programmierung und Abstraktion im Allgemeinen beschäftigt. Wir haben ein C-Programm in unserer Konsole selber kompiliert, haben uns diesen Prozess des Kompilierens angeschaut und dann die Assembler-Form unseres C-Programmes genauer angeschaut mit diesem Tool, und ja, das ist eher ein ordentliches Paket. Dann bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Video.